Also ich merke derzeit nur positive Stimmung. Das hat sich im Frühjahr des heurigen Jahres angefangen aufzubauen und ist über den Sommer wirklich perfekt nach oben geglitten. Jetzt natürlich aufgrund der saisonalen Schwankungen ist die Erwartungshaltung eher gedämpft, aber prinzipiell muss man sagen, es war heuer ein positives Jahr fürs Kärntner Gewerbe und Handwerk. Es schaut so aus, dass das erste Halbjahr war schwach mit 0,1% plus, aber immerhin positiv. Aber jetzt im dritten Quartal ist der Anteil der Betriebe mit einer guten Geschäftslage auf 90% gestiegen und unter Anführungszeichen nur 10% an Probleme. Die Branchen entwickeln sich mehr oder weniger unterschiedlich. In den Investitionsgütern an Branchen geht es besser, allerdings ausgehend von einem schwachen Niveau. Im konsumnahen Bereich schleppt sich's ein bisschen dahin. Ja, grundsätzlich hat die Bauwirtschaft damit insofern ein Problem, weil wir einfach saisonal bedingt abhängig sind und witterungsabhängig sind. Wir sind in keiner Produktionshalle, wir arbeiten im Freien und ich kann heute noch nicht sagen, wie weit im November das Wetter werden, dass ich meine Leute vorzeitig kündigen kann. Das heißt, man müsste die eigentlich schon, weiß ich nicht, im Mai dann kündigen, dass ich sie im Oktober freisetzen könnte mit dieser 5-6 Monate Kündigungsfrist und das ist einfach kompliziert. Wir sind grundsätzlich nicht dagegen, nur es gehört im Vorfeld einfach ausgereift und einfach ausgeredet, beziehungsweise auch mit den anderen Sozialpartnern, falls das vorher nicht so drüber gekommen ist, dass das einfach stimmig ist, sage ich einmal. Und dann wird man gegen diese Angleichung eigentlich gar nicht sein. Also wir dürfen eins nicht vergessen, zum einen haben wir die demografische Entwicklung, die wir von unserer Seite nicht beeinflussen können. Wir können nur versuchen, aufklärend zu wirken, vor allem in der Bevölkerung aufklärend zu wirken, dass die Lehre eine optimale Ergänzung ist, beziehungsweise wirklich eine Karrierestraße ist. Und natürlich mit dementsprechend viel positiven Beispielen arbeiten, damit die jungen Leute sich wirklich für so eine Ausbildung auch entscheiden, beziehungsweise die Eltern. Die Eltern sind ja letztendlich diejenigen, die jungen Leute dazu motivieren, irgendetwas zu tun, entweder in eine Berufsbildung, eine höhere Schule zu gehen oder, was uns natürlich besonders freuen würde, einen Beruf zu erlernen. Naja, die Erwartungen der Unternehmerinnen und Unternehmer sind jetzt doch etwas gedämpft wieder. Wir wissen noch nicht, warum das so ist. Es sind aber keine Arbeitsplätze in Gefahr. Das heißt, die Betriebe planen mehrheitlich Personal einzustellen, wenn auch in geringem Ausmaß. Und das ist ein Indikator, dass vielleicht für die Zukunft die Stimmung etwas schlechter ist als die aktuelle Situation. Es gar nicht so schlimm werden wird im vierten. Ja, einfach wieder weniger Bürokratie einzubringen, sage ich mal, so wie es der Herr Spatenobmann eh schon früher gesagt hat, so wie es in vielen Bereichen halt ist und dass man da einfach flexibler wird für den Unternehmer. Na, in erster Linie einmal der Bürokratismus. Wir haben ja in Österreich eine überbordende Bürokratie und wir erwarten uns natürlich schon von der nächsten Regierung, dass das endlich einmal aufgeräumt wird. Oder dieses Normenunwesen, das wir in Österreich zum Beispiel haben. Das sind zwei wirkliche Punkte, die die Unternehmerinnen und Unternehmer bei ihrer täglichen Arbeit wirklich sehr belasten und sehr viel Zeit für administrative Arbeiten raubt.